Hallo Stempler und herzlich willkommen bei Little Lizzie's Crafts. Ich habe vor kurzem bei einer lieben Kollegin, bei der Alexandra Krabbe, diese total süßen kleinen Goodies gesehen, der Gänseblümchenstanze und dem Holzmaserungspapier. Das sind ja auch zwei meiner Lieblinge. Und da dachte ich mir, die mache ich doch glatt nach und zeige sie euch. Vor allem, weil es nämlich No-Glue-Boxen sind. Das heißt, die Box selber benötigt kein Klebemittel. Und das ist einfach ganz, ganz was Lustiges und ganz was Tolles. Und die würde ich heute mit euch ganz gerne machen. Dazu kommt wieder das Stempelset Gänseblümchen groß zum Einsatz. Wir benötigen das Gänseblümchen und den kleinen Mittelteil. Und die Stitched Framelits. Dazu habe ich mir schon mit dem zweitkleinsten Kreis der Stitched Framelits aus Limettengrün, das ist eine unserer neuen In-Colors, diesen Kreis gestanzt und vorbereitet. Aber die Gänseblümchen, dachte ich mir, machen wir nochmal gemeinsam. Ich habe hier einfach ein Stück flüsterweißes Papier, flüsterweißen Farbkarton und stempel mir in Himmelblau zweimal die Gänseblümchen. Wichtig ist beim Stempeln von den Gänseblümchen, nur so als kleiner Tipp am Rande, dass man sie so stempelt, dass die Blätter horizontal liegen und vertikal liegen. Das heißt, eine Spitze zeigt nach unten und eine nach oben. Dann ist einfach das Ausstanzen sehr viel leichter. Und dann habe ich hier noch ein Stück Gelb. Darauf stempel ich mir einen dieser kleinen Kreise für die Mitte. Und damit ist auch die Stempelei schon erledigt. Jetzt stanzen wir das Ganze aus. Das passt im Übrigen der Halbzollkreis genau für die Mitte des Gänseblümchens. Und für die Gänseblümchen selbst, die Gänseblümchenstanze. Und deshalb seht ihr jetzt auch, warum ich gesagt habe, einmal nach unten ausrichten, weil die Stanze so ist und damit fällt uns das Stanzen auch sehr viel leichter. Zweite. Ich habe sie etwas zu hoch gestempelt, auch das passiert manchmal. Einfach einen Streifen wegschneiden, dann passt sie auch wieder gut in die Stanze. Und ein zweites Mal ausstanzen und dann sind wir mit dem Stempeln und Stanzen auch schon fertig. Jetzt ziehe ich mir meine Gänseblümchen einfach so übers Falzbein. Wichtig ist, dass man sie hier etwas weiter außerhalb festhält, die einzelnen Blütenblätter, wenn man sie übers Falzbein zieht, weil sonst einfach die Chance sehr, sehr groß ist, dass man sich ein Blütenblatt abreißt. Sollte aber auch soweit kein Problem sein, stempelt man sich und stanzt man sich halt einfach eine neue. Das soweit. Dann klebe ich mir hier die beiden einfach so etwas versetzt mit einem Glue-Dot übereinander. Meine kleine Blütenmitte bekommt ein Dimensional. Und damit ist auch unsere Margarite dann schon soweit fertig. Also die Dekoration für unsere hübsche kleine Verpackung haben wir hiermit erledigt. Und jetzt schauen wir, wie die Packung selbst entsteht. Wir haben ja hier dieses neue tolle Designerpapier Holzmaserung, wo einfach jedes eine andere Holzmaserung hat. Alle schauen total cool und wunderschön aus. Also ich könnte mich da gar nicht entscheiden, um euch zu sagen, welches hier meine Lieblinge sind und welche mir weniger gut gefallen. Ich greife jetzt einfach mal zu einem helleren und wir benötigen entweder den Trimmer oder aber das Simples Cordboard.
wie ihr euch leichter tut, was ihr lieber mögt. Und falzen einfach nur beim ganzen Papier. Also das braucht man auch nicht zuschneiden. Wir bleiben bei 6x6 Zoll, bei 2 Zoll rundherum. Und dann sind wir auch hier schon wieder fertig. Können wir auf die Seite packen. So, dann ziehen wir uns einfach alle Falzlinien nach. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Schnappen uns eine Schere und schneiden uns die Ecken ab. Also hier jeweils genau von Falzlinie zu Falzlinie. Einfach wegschneiden. Auf allen vier Seiten. Dann sollte das Ganze so ausschauen. Und damit jetzt ein Täschchen raus wird, falzen wir uns hier wieder die Ecken ganz einfach. Einmal hier aufstellen, die Ecke finden und von oben unten falzen und mit dem Falzbein einfach die Ecke nachgehen. Aufstellen, mit dem Finger die Ecke finden und mit dem Falzbein nachgehen. Sollte das Ganze so ausschauen. Und damit ist auch unser Täschchen schon so gut wie fertig. Wir falten es einfach so zusammen, suchen uns eine Seite aus, wo wir gerne hätten, dass es vorne und hinten oder hinten ist. Ich weiß nicht, ich hätte gerne die Maserung quer und nicht hoch. Und dann drücken wir einfach hier die Ecken nach innen und schauen, dass wir oben aneinander kommen und geben dem Ganzen hier einfach einen netten kleinen Squeeze, wie es so schön auf Englisch heißt. Wir drücken das jetzt zusammen, dass das Ganze dann so aussieht. Hält so natürlich nicht zusammen, wird immer wieder aufspringen. Deshalb haben wir uns ja hier den Kreis in Limette gestanzt. Den falzen wir einfach mittig und geben auf eine Hälfte etwas Flüssigkleber und das kleben wir jetzt einfach hinten hier an die Kante auf unser Täschchen auf. So aussehen. Und jetzt wird noch ein Magnetbar benötigt. Ziehe ich mir hier wieder eine der Klebelaschen ab, befestige das hier innen, dann die zweite, schließe mein Täschchen. Klappe das vorne über, so wie ich es gerne hätte, und drücke hier. Und damit sollte der Magnet auch vorne festkleben. Und das ist jetzt mein Verschluss, der mir hier diese kleine Box zusammenhält. Und darauf kommt einfach mit einem Dimensional unser Gänseblümchen. Damit ist die Box auch schon fertig. Sieht so aus. Ich finde sie total entzückend, total süß. Sind total schnell gemacht, vor allem, das kommt dazu, weil solche kleinen Verpackungen sollten ja auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Machen aber total was her, wenn man sie dann so auf der Kaffeetafel stehen hat
Oder auch als kleine Goodies könnte ich mir die für eine Sommerhochzeit sehr gut vorstellen. Etwas rustikaler auch wirklich hier mit diesem Papier in Holzmaserung. Schaut sehr, sehr süß aus, sehr, sehr toll aus. Sind super schnell und super einfach zum Nachmachen, vor allem wenn man wirklich einfach nichts zuschneiden braucht und nicht wirklich irgendetwas abmessen. Aus einem Stück Designerpapier in 6x6 wird ein so ein kleines Täschchen. Man braucht nicht viel kleben. Es ist wirklich nur der Verschluss, der hält ja mit einem Magneten. Und damit sind das eindeutig die Favoriten zurzeit bei mir. Ich finde sie total klasse. Und vom Inhalt her, ich habe hier ja ein Mangerie reingegeben, das hat locker Platz, wie ihr seht. Da gehen sich auch 3 Stück drin, problemlos aus. Oder aber man greift zu den kleinen Rittersport-Schokotafeln, so wie es auch die Alexandra Krabe gemacht hat. Oder jedes andere Goodie in diesem Format, auch eine Rocher-Kugel, denke ich mir, würde hier ganz gut hineinpassen. Ich sage mal wieder danke fürs Vorbeischauen, bis zum nächsten Mal und bleibt kreativ. Tschüss!